Hey meine Rabauken, herzlich willkommen zum Staubsauger-Simulator. Wir beginnen mit einem ganz kleinen Popelsauger und arbeiten uns vor und können dann ganze Planeten einsaugen. Das hoffe ich jedenfalls. Herzlich willkommen. Als ich diese App heruntergeladen habe, nur damit ihr hier mal merkt, ne, was wir hier zocken, da stand, no joke, da stand bei Download 1 plus. Ich war, glaube ich, for real der zweite Mensch, der sich das heruntergeladen hat. Oh Mann, ey. Also hier kriegt ihr wirklich dieses andere exklusive Gameplay. Das habt ihr safe noch nie gesehen. Wir haben Cola-Dosen, PET-Flaschen, Bananenschalen haben wir hier aufgesammelt von dieser riesen Müllhalde. Mein Rucksack ist voll. Wir haben 50 von 50 Müll gesammelt. Müssen jetzt, hier, entladen. In dem Müllschredder. Aha. Zack, Müllbeutel werden geschreddert. Und für jeden geschredderten Müllbeutel kassieren wir Moneten. Die können wir upgraden. Wir können sowohl, wait a minute. Okay, wir können das irgendwie upgraden für 70. Haben wir nicht. Hier gibt es aber noch was anderes. Ach, hier können wir, mehr Kapazität, ein Auto, ein Scooter. Wow, das kann ich mir alles gar nicht leisten. Wir können auf jeden Fall den Sauger auch updaten. Das weiß ich safe. Das habe ich gesehen auf den Screenshots, die da gepostet haben. Wenn ihr wollt, dass ich euren Müll mal auch einsauge, dann flankt auf jeden Fall den Like-Button. Würde ich mich sehr, sehr freuen. Vergesst doch nicht, kostenlos zu abonnieren, Leute. Damit supportet ihr mich und das tut auch nicht weh. Und das ist auf jeden Fall sehr Ehrenbrother-mäßig und Sister-mäßig natürlich. Wir verkaufen. So, wir haben Müll abgeliefert, wird geschreddert, wir verdienen Moneten. Und jetzt könnten wir theoretisch das Ding upgraden. Aber ich denke nicht, dass mir das ehrlich gesagt was bringt, weil die Kapazität erreichen wir ja sowieso noch nicht. Ich sehe mich hier mehr in dem Upgrade nämlich. Aha. Wow, jetzt haben wir einen Rucksack hinten drauf. Also ich habe so eine Warnweste, so eine Müllmannweste würde ich jetzt nicht sagen. Die sind ja orange, oder? Also ich habe schon länger keinen Müllmann mehr gesehen, aber ich glaube, die haben orangene Westen, oder? So, also so alarmmäßig, so Achtung. Und warte, was ist das hier? Das bedeutet was? Ach, dass ich das Level geschafft habe. Wir haben es geschafft, oder? Jetzt muss ich es wahrscheinlich noch schreddern und dann haben wir Level Nummer 1 completed. Mal sehen, ob es da noch andere Müllsorten gibt, die dann später dazu kommen. Wie beispielsweise Elina, die könnte jetzt Müll da auch rumliegen. Day 1 complete, Alter. Tag 1. Let's go. Oh, was ist das? Wirklich Müll dazu? Nee, das sieht anders aus irgendwie, oder? Wieso haben wir... wait. Beginnen wir jetzt wieder bei 0? Ach, jedes Level beginnt man von vorn. Okay. Aber jetzt kriegen wir doch bestimmt mehr Kohle, oder? Okay, das heißt, wir müssen vielleicht unsere Taktik überdenken, dass wir jedes Level bei 0 beginnen, ist jetzt irgendwie komisch, neu. Aber wahrscheinlich sind die dann später so groß, dass es kein Problem ist. Wir machen mal folgenden Test. Es macht schon Sinn, die Capacity zu upgraden. Aber ich würde gerne mal diese Maschine upgraden. Erstens, um zu sehen, was dann passiert. Und zweitens, um zu sehen, ob wir die behalten. Also mache ich das einfach mal. Okay, hat man jetzt augenscheinlich erstmal nichts gesehen? Ist jetzt nichts passiert. Gucken wir mal. Ich denke nämlich, man kriegt jetzt mehr Geld. Und das wäre tatsächlich geil. Wir kriegen viel mehr Geld, Alter. Geil. 80. Da sehe ich mich ja hier in der Kapazität. Ich will auf jeden Fall so einen Saugroboter. Also so ein Saugauto. Saug-LKW. Da sehe ich mich. Alter, was ist eigentlich, wenn ich die Junge... Der Müllsack wird doch immer größer auch, oder? Was ist, wenn ich die Capacity auf Maximum habe? Was passiert da mit dem Müllbeutel? Wie fett ist der dann? Ich kann mir, glaube ich, jeden Upgrade leisten, oder? No way, 5! Wenn wir Glück haben, reicht der Rucksack. Nein, eine Dose. Willst du mich komplett verarschen? Das eine Dose, Mann. Bin so ultima gebrochen, ey. Okay, komm, jetzt saugen wir diese eine Dose noch ein und gehen ins nächste Level. Mann, ey, du. Abgeliefert. Tag 2. Completed. Okay, das nimmt hier ja wirklich heftige Müllsphären an irgendwie. Oh, Insta-voll. Wir müssen so schnell wie möglich upgraden und dann kriegen wir direkt mehr Geld. Boom, Alter, das war klug, glaube ich. Ha, anders IQ. Ich upgrade, glaube ich, nur... Nee, wobei... Nee, Kapazität müssen wir jetzt als nächstes machen. Wir müssten mit einem Sack auch maybe direkt die 80 zusammen haben. 80 zusammen. Boom. 100. Nice. Wir gehen wieder zum Müllberg. Können jetzt ganz schön viel mehr einsaugen. Es wird auf jeden Fall mehr und mehr von Level zu Level. Also ich frage mich, was dann wirklich bei Level 100 ist. Ob dann da wirklich so ein Planet Müll ist einfach. Ich denke, jetzt ist klug, das zu upgraden. Oder kriegen wir mehr Geld? Weil wir kriegen jetzt sehr viel Cash, denke ich. Boom, Alter. Nice. Stufe 3. Kriege ich jetzt eigentlich immer noch 25? Man kriegt da doch nicht mehr Geld. Wozu upgrade ich den Müll dann eigentlich, Alter? Hä? Bringt ja gar nichts, ist ja übel sinnlos. Wenn wir das auf, warte mal, wenn wir das auf maximaler Stufe haben, kriege ich offensichtlich einen Ofen, einen Müllbrenner, wenn ich das richtig verstehe. Vielleicht behalten wir ja den Müllbrenner. Denkt ihr, das macht Sinn? Sollen wir all in auf den Müllbrenner gehen? Aber das Ding ist, es ist zu spät, Leute. Der nicht genug Kohle, ey. Weil wir haben jetzt schon das Level geschafft, da ist nichts an Müll mehr da. Und wir werden nicht genug zusammenkriegen, um den Müllburner zu machen. Ich kann jetzt hier halt einmal upgraden. Nee. Das reicht ganz knapp nicht. Oh. Der behält die Upgrades. Mhm. Das ist natürlich wichtig. Das heißt, alle Sachen, die wir beim Van kaufen, ist pro Game, also pro Level.
Und alle Sachen, die wir hier kaufen, ist... Aber wahrscheinlich kriegen wir erst mehr... Oh, hier ist die Kisten komplett neue. Wahrscheinlich ist es so, dass wenn wir diesen Müllbrenner freischalten, dass wir dann mehr Geld kriegen. Das heißt, weil wir kriegen jetzt immer 25. Seht ihr jetzt auch gleich. Ja. Sobald wir aber 70 haben, kriege ich das Update und dann upgrade das auf den... Och man, als ob ich nicht mal 70 da rauskriege. Ich bin so gebrochen, ey. Mit dem Müll hitten wir die 70, nämlich genau jetzt. Boom. Und wir haben den Müllofen frei... Da ist ein Ausrufezeichen. Was denn jetzt, Alter? Hilfe. Okay, egal. So, ich habe einen Müllbrenner. Und ich denke, kriege ich jetzt... Kriege ich immer noch 25? Das wäre jetzt die... Das wäre ja ein richtig heftiger Prank. Jetzt muss es aber mehr geben. Wenn ich jetzt reingehe, muss da mehr stehen als 55. Da muss mindestens jetzt 60 stehen, Leute. Alles andere wäre eine herbe Enttäuschung. Oh. Jetzt habe ich halt 200 Kapazität hier. Ich verstehe schon, was das Update bringt. So, ich kann halt mehr Müll auf einmal da reinklatschen. Aber das Problem haben wir jetzt aktuell ja eh noch nicht. Ich bin bei Tag, ich glaube, 12 angekommen. Und du kannst dir diese Fahrzeuge nicht leisten. Aber ich denke, ich habe einen Trick gefunden. So, wir haben jetzt nur 4 Sachen drin, okay? Gehen zur Ablade. Und ich denke, wir kriegen trotzdem 25. Ja, super. Als A-Programmierer. So, das heißt, wir sammeln jetzt nur so ein ganz kleines bisschen ein. Und jetzt kriegen wir für 2 Teile auch 25. Perfekt, Alter. Einmal abliefern gibt Kohle. Und es ist vollkommen egal, wie viel du in deinem Rucksack hast. Das heißt, das Spiel ist verbuggt, deswegen konnten wir uns die Fahrzeuge nicht leisten. Aber mit einem weiteren Bug konnten wir den ersten Bug aushebeln, indem wir cheaten und dementsprechend uns den verdienen, Leute. Wir haben jetzt schon 100 Moneten und dabei haben wir gerade mal, keine Ahnung. Und eins habe ich ein bisschen viel, das war ein bisschen viel, aber egal. Nicht so schlimm. Und wir kaufen uns den City-Roller, weil das einfach der günstige ist. Ich denke mal, das ist cooler, weil das ist so ein Sauger, aber der ist sehr teuer. Wir kaufen uns erstmal den Scooter. Okay, wir sind schneller jetzt. Okay, das ist ganz geil. Den könnten wir nochmal upgraden, okay. Aber wir schielen jetzt auf den Truck für 500. Ist eigentlich ganz gut, dass wir schnell sind. Weil wir müssen auch sehr viel hin und her von ihm. Ich denke, ich habe den Trick noch besser gemacht. Schaut mal. Meine Tasche ist voll. Jetzt können wir ganz leicht hier so ganz kurz reinfahren. 6, seht ihr? Zack, 25. 12, 25. So geht es halt schneller. Da muss ich nicht so viel hin und her fahren. So, 12. Man muss wirklich das optimale Timing. 6 ist, glaube ich, optimal Timing. Boah, ich dachte, ich habe 4 gehittet. Also, mein Rucksack ist leer. Kacke. 500. Hä, habe ich nicht schon zusammen? Oh, wir haben den Truck. Uiuiui. Boom. Alter. Oh, das ist cool, Alter. Oh, der hat Power, ey. Und der hat 500 Müllkapazität. Alter Verwalter. Ich frage jetzt, wozu brauchst du 500 Müllkapazität? Das hat eh nur jedes Level ungefähr 150 Müll. Das erhöht sich gar nicht. Guckt mal, bei welchem Tag ich jetzt schon bin. Hier, ich liefere das jetzt ab. Und dann seht ihr mal, wie ich das schon durchgerockt habe. Ich glaube, ich bin Tag 13 oder so. Ja, okay, siehst du, jetzt Tag 12. Und das ist genauso viel Müll wie vorher. Und wir haben die Autos nicht behalten. Ich bin so gebrochen. Spiel Nummer 2. Wir bleiben bei dem Staubsauger. Ihr kennt das Game bereits. Das haben wir schon mal gezockt. Ist ein IO-Game. Das heißt, hier müssten eigentlich auch andere Leute beitreten. Aber das wurde mehrmals geupdatet. Und wir spielen jetzt die... Also, wir jagen den Highscore, Leute. Weil wir den Highscore knacken können. Man wird immer größer, indem man Sachen einsaugt. Wir haben aber oben links eine Batterie. Das heißt, man kann nicht unendlich groß werden. Zumindest noch nicht. Wir müssen erst upgraden unseren Sauger, Leute. Wir müssen ein bisschen uns voranarbeiten. Bin gespannt, wie fett man hier werden kann. Wenn der Balken oben voll ist, wird man fetter. Und dann kann man größere Sachen einsaugen. Und das ist hier schon ziemlich heftig. Wir sind schon so gefühlt so groß wie ein kleines Gästebadezimmer, würde ich sagen. Aber unser Akku, Leute, geht wirklich unweigerlich zu Ende. Wir haben jetzt so noch 30% oben links, 3000 Moneten aber schon verdient. Haben jetzt aber mit 90% gleich das neue Größe-Update. Und wir können jetzt, glaube ich, im Grunde alles einsaugen. Hä? Kann ich mich durch die Wände saugen? Oha, ich kann die Wände aufsaugen. Okay, das ist eine... Okay, das wusste ich tatsächlich nicht. Aber die nicht. Niedriger Akkustand. Ach du Heilige. Ui, Leute, das war's gleich. Wir haben aber... Oh, das ist auf der 10.000. Ach, und wir schalten neue. Hey, das ist ganz anders als damals. Die haben das komplett geändert. Ich habe den geflügelten Skin freigeschaltet. Und ich habe den Astronaut freigeschaltet. Was? Ich würde... Oh, Alter, das sieht heftig aus. Spiele 7 Tage am Stück. Zeitungsjunge. Nee, Astronaut, da haben wir ihn doch. Wir sind jetzt ein Astronautsauger. So, stabil. Akkulaufzeit ist, denke ich, wichtig, ja. Offline-Geld. Offline-Geld ist mir eigentlich ziemlich schnuppe und Geschwindigkeit scheint sehr teuer zu sein. Also booste ich jetzt hier wirklich mal krank die Akkulaufzeit auf Level 4 und Abfahrt. Ah, wir starten wieder im selben Level und können jetzt unseren Highscore verbessern, indem wir mehr Akkulaufzeit quasi haben. Oh, das ging ja schnell.
Okay, ich verstehe. Das ist aber cool. Hey, wie schnell das ging. Wir sind gefühlt jetzt schon so groß wie gerade, hä? Junge, hey, das ging viel schneller. Woran liegt das? Ich habe doch die Geschwindigkeit gar nicht erhöht oder so. Alter. Oh Gott. Wartet, wir brauchen noch ein Update, damit ich Wände aufsaugen kann, glaube ich. Hier, komm. Oh, sind wir jetzt schon riesig. Alter, ich kann... Junge, hey, ist eine ganze Stadt dahinter. Das ist ja nur das Anfangsgebiet, dieser Raum. Oh mein Gott, wir werden so anders groß. Alter. Yo. Ey, das ist viel cooler als damals. Junge, Zug rein damit in den Staubsauger. Ich habe immer noch 30%, das ist so OP. 1000 Dinger Mission abgeschlossen. Bin hier so ein Profi-Vakuumspieler, ey. So ein Profi-Staubsauger, Leute. Das eine Haus ist... Gott, es leckt schon richtig. Das eine Haus ist da. Da gibt es eine Brücke, da geht es zur nächsten Stadt. Niedriger Akkustand, Leute. Aber wir saugen die Hochhäuser schon ein. Wir haben 220.000 verdient. Verdoppeln. Verdreifachen? Verdreifachen. Kleiner Staubi freigeschaltet. Ach, das war's. Okay, was ist denn das hier? Wir haben... Man kann neue Maps auch kaufen? Gott, das Spiel ist ja anders cool geworden. Ne? Also, es war damals auch schon cool. Staubsauger. Hier, Staubi. Nee, Staubi ist auch der Standard. Ja, kleiner Staubi, da haben wir noch. Zack. Geschwindigkeit für 300. Geschwindigkeit, Geschwindigkeit, Geschwindigkeit. Akkulaufzeit, Akkulaufzeit, Akkulaufzeit. Akkulaufzeit, Akkulaufzeit, Akkulaufzeit. Geschwindigkeit, 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 Geschwindigkeit. Noch 1000 Mal Geschwindigkeit. Offline Money. Ich will gerade Offline Money. Wir können auch hier all in gehen, Alter. Okay. Ja, okay, jetzt habe ich ein bisschen Geld übrig, ein bisschen. Ja, yeah. Ist okay. Und jetzt haben wir noch genau übrig für Flughafen. Und wir gehen ins zweite Level. Ach, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, Leute, beginnen wir da wieder bei null? Das würde eigentlich keinen Sinn machen, oder? Kacke, da hätte ich mein ganzes Geld nicht ausgeben dürfen. Das war eine absolute Fehlinvestition. Wir sind, glaube ich, in einem Copyshop. Oder? Das war doch Flughafen, aber vom Flughafen sehe ich jetzt hier nicht sehr viel. Außerdem habe ich Probleme, die Sachen hier einzusaugen. Wann kriege ich denn mal ein Upgrade? Kommen die Kartons. Zack, zack. Und hier die ganzen Waren, Produkte. Alle rein. Zack. Die ganzen Rolex-Uhren. Alle reingesaugt. Den Verkäufer. Den... Ah. Das sieht mir schon eher flughafenmäßig aus. Hier sieht auf jeden Fall auch heftig dreckig aus. Und man kann jetzt hier auch ganze Menschen einsaugen. Ich weiß nicht, ob das so richtig ist. Aber, okay. Definitiv sind aber unsere Updates hier nicht... Weil guck, Junge, hey, wir können direkt ins nächste Level, glaube ich. Wie wenig Kohle, ein Flugzeug. Oh, ich habe 9 Skin. Alter, cool. Ja, guckt mal hier. Wenn ich jetzt nämlich wieder zurück in das erste Level gehe. Ah, sein Geld behält man, aber seine Level nicht. Ja, okay, Geld behält man. Ihr passt mal auf, Alter. Dann mache ich doch Trick 0815. Dann gehen wir jetzt hier nochmal in die Stadt, rasieren da komplett mit der Kohle durch und kaufen uns dann im zweiten Level auch alles. Kommt rein, Häuser. Ich saug euch ein. Jetzt den ganzen Bahnhof. Autos auch. Kommt, das ganze Bahnhofshäuschen. Kohlespeicher hier. Alles weg. Der Zug. Ja, ich glaube, ist ja gerade gefahren. Da habe ich den angesaugt. Ich habe einen Spieler. Ich habe einen Stern. Bedeutet das, habe ich die ganze Zeit schon einen Stern? Ist mir nie aufgefallen, ehrlich gesagt. Mit der verdienten Kohle gehen wir in Level Nummer 2 und klatschen hier komplett rein. Level 9. Mir geht. Ach doch, Offline-Money behält man aber. Warum bin ich denn so langsam? Ist das normal am Anfang? Ich bin am Anfang normalerweise nicht so langsam. Ach, weil ich Speed nicht geupdatet habe. Ich bin es schneller gewohnt. Jetzt fällt mir das erstmal auf. Wie langsam ist man denn standardmäßig? Hilfe. Wir gehen zum Fastfood, Alter. Zu McDonald's, Burger King, Subway, Nordsee. Alter Junge, ey, wie vollgestopft das hier alles ist. Die haben alle ihre Burger nicht gegessen. Die sind alle vom Todesstaubsauger weggerannt, glaube ich. Und jetzt haben wir genug, um hier... Oh, das ist ein Spielautomat. Aber wir kommen noch nicht durch Wände. Ich glaube, da brauchen wir noch ein Level. Und das kriegen wir safe hier auch zusammen. Und ja, jetzt können wir Wände machen. Perfekt. Aber jetzt kann man, glaube ich, einen Grund... Nee, ah, den... Ah doch, nee, den nicht. Aber Autos? Nee, Autos auch noch nicht. Ey, da brauchen wir noch ein Level, als ob. Okay, aber kriegen wir, denke ich mal, safe gleich. Hier Wände. Wände sind, glaube ich, auch OP. Akkustand sagt Flugzeuge. Ich kann... Warum sind da... Alter, was ist das für ein Flughafen? Warum sind auf dem Panzer? Warum muss ich kein Flugzeug einsagen? Wie viel gibt ein Panzer? Niedriger Akkustand, no way. Oh, 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 oh. Och, egal, wir haben eine Menge Cash gemacht, glaube ich. Ah, ich verstehe das Konzept. Guck mal. Wenn man es einmal gerockt hat, dann schaltet man immer Geschwindigkeit frei. Ne? Und wenn man es dann nochmal gerockt hat, dann schaltet man das nächste Level frei. So, ich bin gespannt, was als nächstes Level kommt, Leute. Das schaffen wir noch. Das schaffen wir noch. Das ist noch im Plan drin. Ich denke, wir haben eine stattliche Größe, oder? Was sagt ihr? Wir rasieren jetzt hier so durch. Oh, da ist so ein Düsenjet. Wie viel Kohle gibt der? Das steht ja immer da. Achtung, schreibt in die Kommentare, wie viel er gegeben hat, Leute. Wie viel hat der Düsenjet gegeben? Alter, ich saug so einen ganzen Hangar ein, ne? Ist auch ein bisschen Militärflughafen hier so, ne? Die Wand gibt, glaube ich, auch eine Menge Cash. Das heißt, wir schön am Rand an der Wand. Die 100k geknackt. Sehr schön. Könnte ein neuer Rekord werden. Wait a minute. Das ist ein Riesenflugzeug. Nein! Okay, meine Theorie hat doch einen Fehler. Also wir haben doch das Level nicht freigeschaltet. Ich weiß nicht, wahrscheinlich haben wir es nicht genug gerockt. Ich hoffe aber, euch hat die Episode gefallen. Flankt auf jeden Fall den Like-Button für mehr Action am Handy und abonniert den Kanal, um mich zu unterstützen. Würde ich mich sehr, sehr darüber freuen. Ist kostenlos. Bis morgen, euer Benson. Ciao.